Servus Leute, wir wollen am Chicken River Vereinsmeisterschaft Field Target schießen. Das ist unser zweites Field Target nach Sportordnung. Sonst machen ja mir mehr Spaß Wettkämpfe, Felsischlungrennsch, CO2, GLS und so weiter, Wild West schieße mit CO2-Waffen. Also jetzt haben wir uns mal entschieden, mal wieder ein Field Target Vereinsmeisterschaft durchzuziehen. Nichtmitglieder dürfen auch teilnehmen, aber sie können halt kein Vereinsmeister werden. Mindestalter 18 Jahre. Wir schießen auf privatem Gelände. Man braucht private Haftpflichtversicherung und zum Schluss zeige ich noch dann unsere Anmeldebedingung. Da hat sich was geändert. Also wenn man da den Film anhält, kann man wahrscheinlich die Ausschreibung lesen, Klasse 3, 4 und 5 nach Sportordnung. Ich habe diese selbst aufrichtende Ziele aufgestellt, weil ich das mit einer Schnüre jetzt halt nicht aufbauen wollte. Ich bin auch nicht am Chicken River, sondern bei mir im Garten. Da habe ich 25 Meter. Ich wollte jetzt nicht die vielen Tageziele da durch die Gegend schleifen. Mehr im Moment, also jetzt ist 10 Uhr, Sonntagmorgen. Ich bin jetzt seit 8 Uhr im Garten schieße und jetzt habe ich mal überlegt, ich mache mal einen kurzen Film, weil ich hätte was zu sagen. Wie immer, irgendwie, einer muss dumm babble. Der bin meistens ich. Nur wenn man genau zuhört, besteht die Möglichkeit, irgendwas zu lernen. Das ist das einzige nicht offizielle Ziel. Da habe ich mal so einen Holzbrocken gefunden, der hat ein Astloch und wenn man dann hinten trifft, dann kommt, Achtung, kommt hier, zeige ich mal den Treffer an. Also das ist das Einzige, was nicht offiziell jetzt gerade im Garten steht, sonst nur diese Aufrichtziele. Das nahe Ziel ist 9 Meter und das weiteste Ziel ist 25 Meter. Ich wechsle dann ab und zu, dass ich nicht zu viel aufbauen muss, die Entfernung. Und ganz hinten wären es 25, aufs weiteste, das sind 3 Meter kürzer. Also ich setze das immer momentan, das weiteste Ziel, 22 Meter weg. Das weiß ich, aber darum geht es eigentlich nicht. Durch mein gesundheitliches Problem ist es gar nicht so einfach, auf dem Sitz Platz zu nehmen und noch zu schießen. Die Knochen schmerzen. Eins von meiner Lieblingsgewehre. Feinwerkbau 601. Frisch repariert. Neue Dichtungen. Bis auf die Kolbedichtung. Aber alle anderen sind neu. Es schießt. Das hat noch nie so gut geschossen. Macht jetzt auch 173 Meter. Bin richtig zufrieden. So, jetzt zu dem, was ich eigentlich sagen wollte. Beim HFT wird es schon meistens gemacht. Also man schießt nicht diese riesen Vergrößerungen und man schraubt auch nicht während dem Schießen
die verschiedenen Entfernungen. Als ich zum Field Target gekommen bin, war und ist wahrscheinlich auch heute noch diese riesengroße Zielfernrohre. Ich habe mir damals nur das Ritter geleistet und war auch gleich beim ersten Mal zweiter deutscher Meister. Ich habe gar nicht so richtig gewusst, was ich überhaupt mache. Danach ist es eher schlechter geworden. Diese Schrauberei an der Parallaxe auf die 25 Meter waren nicht so produktiv. Durch meine Spaßschießerei am Chicken River, das ja bis auf 90 Meter geht, habe ich wirklich dazugelernt. Man soll nicht immer das übernehmen, was man jetzt so sieht. Das kann sein, dass das okay ist. Die Leute werden ja wissen, warum sie das machen. Aber inzwischen ist bei mir der Groschen gefallen und es ist es nicht. Also 40-fache Vergrößerung von 25 Meter muss nicht sein. Auch diese Parallaxeverstellung muss nicht sein. Die 601 jetzt hat zwar so gut wie keinen Prellschlag, aber ich mache das auch mit der 300S oder mit der 150er. Da ist es kaum Unterschied, in welchem Teil die hier noch stabilere Flugbahn. Und ich schieße maximal 9-fache Vergrößerung und zwar auch auf eine ganz normale Zielfernrohre, diese handelsüblichen, allerdings Mildot. Und ich habe auch ein paar mit diesen Scharfschütze Absehe, also dann mit den Striche. Die sind auch nicht verkehrt, aber ich schieße nur mit 9-facher Vergrößerung und ändere an der Parallaxe gar nichts. Das ist dann so, bei 25 Meter macht es überhaupt nichts aus. Bei 90 Meter merkt man dann, wenn man unter 20 Meter kommt, wenn man die Weideentfernung scharf sehen will, kommt dann unter 20 Meter, wird es leicht unscharf, spielt aber eigentlich auch keine Rolle. Und jetzt beim Field Target von 9 Meter oder von 7 Meter bis 25 Meter ist das vollkommen unnötig. Man muss nichts verstellen, man muss nicht an der Parallaxe schrauben, man muss noch nicht einmal den Dot wechseln. Und ich habe jetzt halt mal geschossen, 2x50 Field-Target-Ziele und 99 davor sind umgefallen, bis auf das selber gebaute. Bei 9 Meter habe ich einmal nicht aufgepasst. Bei 9 Meter muss ich am Loch 12 Uhr anhalten. Das habe ich dann irgendwie verschlammt, schon wären es von 100 gewesen. Das sage ich jetzt nicht um großkotzig. Nee, das ist nur die Erfahrung. Also ich habe jetzt halt neue 100 Ziele geschossen und 99 sind umgefallen. Also der Paddel umgefallen. Ich habe das mehrmals wiederholt auf verschiedene Entfernungen. Bis 25 Meter in 15er Loch eingestellt. Probiert es mal mit, da geht jedes Zielfernrohr. Ich habe jetzt so drauf ein Hoke mit 9-facher Vergrößerung. Geschert habe ich probiert mit 12-facher Vergrößerung und da fand ich schon an. Bei 12-fach war ich schon nicht mehr so zufrieden. Bin ich wieder zurück auf meine alte Einstellung. 9-fache Vergrößerung auf 25 Meter. Passt immer. Bei 12-fach passt schon nicht mehr. Da muss ich schon Parallaxe drehen. Probiert mal diese Einstellung und ihr werdet sehen, ihr werdet alle Meister. Mehr kann ich nicht sagen. Wenn der Kim rauskommt, der wollte auch noch schießen, hat neue, dann kann ich den mal filmen. Der wird es dann vorführen oder ich mache halt noch ein paar Schuss. Aber
Es lohnt nicht zu filmen. Das Loch fällt halt, das Ding fällt halt um und fertig. Probiert das mal mit 9-facher Vergrößerung. Holt euch so ein Billigglas. Die kosten zwischen 30 und 50 Euro halten. Die gehen nicht kaputt. Ich habe schon welche gehabt, die waren etwas besser. Und die haben über 100 Euro gekostet. Und irgendwann hast du eine Babyrassel gehabt, weil innen drin der ganze Mist auseinandergefallen ist. Je billiger, desto besser. Also bei dem Hoag ist die Optik Sahne. Hinne, die Dioptrien-Einstellung kannst du vergessen, die wackelt so, dass 25 Meter unter Umständen 3 cm Versatz ist. Also die Dioptrien-Einstellung der Tubus wackelt im Gewinde. Bei mir habe ich es festgemacht, ich bin hernehm so ein Gummiring, so ein Gummidichtring, der fast passt. Ich muss ein bisschen mit meiner Dioptrien muss ich ein bisschen aufdrehen und dann passt der so fast nein. Und dann habe ich dann nein gedrückt in diesen Spalt. Kann es jetzt nicht mehr wackeln. Also der Zustand jetzt ist besser geht nicht. Ich zeige es nachher noch einmal. Probier das mal. Ich sage es noch einmal, ihr werdet Meister. Ausschalte. So bleibt die Einstellung auf meiner Vergrößerung. 9-fach. Die Parallaxe. Habe ich mir da einen Punkt hier gemacht. Der ist jetzt genau die Mitte zwischen 20 und... So. Der Kim schießt jetzt. Hat. Das haben wir zwar schon heiß wie Sau. Super. Das ist jetzt die 20 Meter. Er schießt mit einer 300S Junior mit dem Ritterglas, 8-fache Vergrößerung. Ja, kann schon mal probieren. So hat es geklappt. So ist auch Regel kommen vorn. Euwan Freu. So, da sind wir bei 18 Meter auch Regel kommen vorn, 20 mm Loch. Wunderbar. Wieder aufrichten. Ist ja auch eine kleine Übung. Hat geklappert. Jo. Wunderbar. Also er schießt auch ohne irgendwas zu verstellen. 8-fache Vergrößerung. Sonderziel 9 Meter. Astloch. Ja, das war's, hast du gesehen? Ja. Wie es winkt. Super. So, das ist das Gewehrle. Feinbergbau 300S Junior.
Einstellungen genau wie bei mir. Zwischen 30 und 20 Yard oder zwischen 20 und 30 Yard. Und er hat achtfache Vergrößerung. Die Bälle. Das ist ein sehr geiles Glas. Da haben wir Weltmeisterschaft mitgeschossen, also der Kim hat da mitgeschossen. Ist er dann auch jetzt Wetterwoche auf 90 Meter. Allerdings war dann die Parallaxe auf 50 Yards gestanden, aber schon dieselbe Einstellung. Wunderbar. Also Kim genauso wie ich, ohne was an der Parallaxe zu verstellen. 25 Meter, 9 Meter, alle Zwischenziele, alle getroffen. Manchmal zweimal geschossen. Er ist halt nicht ganz so gut wie der Papa, aber gut genug. Jo, das war das. Also er schießt so wie ich. Kleines Ferngläsel, was heißt, das ist ja auch schon groß. Aber meine Aussage, 40-fache Vergrößerung und eine Parallaxe-Schraube, 25 Meter, das ist sowas von uncool und unnötig. Kein Wunder, wenn es da Leute gibt, die von 100 Ziele gerade mal 70 packen oder manchmal noch weniger. Ich kehre da genauso dazu, wenn ich so riese Tubus da drauf haben muss an der Parallaxe-Schraube, da passieren mehr Fehler beim Einstellen wie beim Schießen, weil so ein Loch 25 Meter, 15 mm, das ist ja ein Witz für einen Longrange-Schütze. Okay, das wollte ich euch mal sagen. Probiert's einfach. Tschüss, euer Kurt. Eins von den Hochzielen. Aber keine Angst, wir tauchen nirgends auf. Ich kann nicht so weit fahren mit meinem kaputten Knie. Und ich wäre keine Konkurrenz. Außer ihr trauen euch an der Chicken River. Brauchen aber nicht machen, ihr habt keine Chance. Das sind nur Spezialisten. 'So, wie versprochen. Die Anmeldungen zu unseren Wettkämpfen, das Wesentliche. Alle Nichtmitglieder unseres Vereins zahlen 20 Euro in einem Briefumschlag an mich. Dieses Geld wird zurückbezahlt, wenn der Schütze am Wettkampftag erscheint und mitschießt. Das steht im Wesentlichen dort drin. Ich habe es langsam satt, mich mit den Kasper auseinanderzusetzen. Die halt nicht mehr wissen, was sie gestern gesagt haben. Alle anderen, die mein Vertrauen haben, können selbstverständlich kommen. Müssen auch nicht unbedingt die 20 Euro bezahlen. Aber alle Fremden müssen diese 20 Euro bezahlen, vorher anrufen, auf der Anrufbeantworter spreche und dann nimmt das seinen Weg. Keine andere Chance, um am Chicken River zu schießen. Wir schießen gerne mit Gästen, aber ein gewisser
Status muss schon sein. Keine Warmluftliga. Okay, das war's. Ich denke, man kann es lesen, wenn man den Film anhält.